Straße Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Gar keine. Ja, ich weiß nicht, ich hab die Hand in der Nudel da. No. Das ist ein weiterer Sieg für Mercedes und für Lewis Hamilton. Der britische Fahrer hat heute alles getoppt und verdient seinen Triumph voll und ganz.
Du kannst trotzdem eine bestellen. Willkommen in Sao Paulo, wo bereits seit 1973 Formel 1 Rennen stattfinden. Lehnen Sie sich zurück und freuen Sie sich auf einen fantastischen großen Preis von Brasilien.
Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, wer heute der Fahrer des Tages ist. Servus. Du hörst mich? Ja, rauscht stark. Oh. Was? Irgendwas stimmt aber nicht. Ja, das ist ja. Alles fit bei dir? Jojo.
gehe mal davon aus, heute gibt es Regenchaos. Findest du? Ich glaube schon. Wir wurden jetzt ein paar Mal verschont, aber ich glaube in Spanien, wenn es da regnet, dann richtig. Könnte durchaus sein. Der Heiner ist wieder richtig dabei am Trainieren so. Mhm. Aber der ist noch nicht ligabereit. Also auf mich hat er noch 2 Sekunden Rückstand. Er hat auch nicht so die Zeit, eher so am Wochenende mal so, weißt du? Ja, er hat ja aber andere Ansprüche an sich. Sind wir Zocker, Vince? Schon was? Sind wir Zocker? Auf einem Zocker. Computerspieler? Manchmal machen wir das, ne? Versuchst du so wenig wie möglich. Willkommen zum heutigen Rennen auf der malerischen Rennstrecke in Sochi vor der... und sich mehr auf die 19 Kurven auf dieser von Hermann Thielke entworfenen Strecke konzentrieren. Ich mach ein bisschen 5 Runden, Quatsch. Jo. Schon mal an die Startphase in Spanien gegangen. Und schon Infos hier mit PKs? Also bei uns nicht. Haben sie abgelehnt oder noch keine Antwort? Sekunde. Thank you.
Du bist ja gut am Heizen in Russland, ja. Nicht schlecht. Ach, schade. Ah, schnellste Runde dafür. Ja. Man hätte die eine Kurve gut getroffen, wäre er nicht vorbeigekommen an der Stelle. Schade. Aber da kam es ein bisschen weit nach außen. Ja.
So, müsste bald in weit gehen. Ne, 1930 erst, ne? 1930 hier? Ja. Krass. Warum bin ich denn dann schon hier? Ich sitze hier voll auf Anspannung, jetzt geht's bald los. Da habe ich mich wohl vertan, ne? Krass. Ja. Hat er recht, der Jubel 1930. Nee, ich nicht. Ich muss jede Konzentration für Spanien aufnehmen. Ach, ich stelle das entspannt. Dass wenn du so versteift reingehst, dann sowas nicht. Ja, aber ich. Bei so einem langen Rennen, da muss ich voll konzentriert bleiben. Ich bin da ein bisschen anders. Ah, ich bin heute auch schon 3 Stunden gefahren, von daher. Bin Heiner so richtig angefixt. Nice, 54 Punkte, hast du Luca Jama noch einer der spannendsten Strecken des diesjährigen Rennkampfs. Was? Willkommen. Ich sag nice, 54 Punkte, da hast du mit dem Riggi ja richtig ein Duell am Laufen. Ja. Ja, die haben es besser, die starten immer von vorne. Immer so von hinten. Ja, das ist ätzend. Da ist er, der Brigitte, mach ihn fertig. Der Vollflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren.
verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir die Einladung. Was sollte das denn? Die Strecke ist frei, Krölle. Krass. Tue ich mir nicht mehr an. Nur Idioten. Aber wie überholt er dich denn? Ja, der hat mich gleich weg, pass auf. Pass mal auf, Ey, sag mal, ist der behindert oder? Weißt du, fährst mit ihm geiles Rennen in Russland und dann macht er so eine Aktion. Ne? Tja. Mein Gott, er zieht einfach runter, oder was? Ah, den würde ich enden, ey. Da würde ich mal was fragen, ob bei ihm noch alles richtig ist, ne? Tja. Krass, Alter, Alter. Na, ihr beiden? Servus. Mensch, hier ist was Neues. So, aber heute fährst du mal durch, Jubel. Ne? Ich schock's, dass ich nie wieder bösartige Attacken ausbaden muss. Nein. Weißt du, wenn ich's bin, weißt du, wenn ich dich anfahre, dann ist es in Ordnung. Alle anderen nicht. Genau. Ich weiß, wie es läuft. Ist ja eigentlich auch manchmal kann man sich ändern, nur dann doof ist, wenn man dann da umgedreht wird, obwohl gar kein Grund dazu gibt, dass die Person dann einen so umgeht, weißt du? Ja, das ist es eben. Manchmal rammst du voll rein, passiert gar nichts und einmal berührst du nur am Seitenkasten, wie ich bei Juvenal in Australien hatte, Freitag, und dann dreht sich Juvenal komplett weg und sein Rennen ist vorbei. Ja, das ist halt immer so das Problem, weil manchmal verdrehst du dich instant, obwohl der dich wirklich nur minimal berührt hat. Ich finde das zu hart, aber wie gesagt, das ist halt so. Kann man leider nicht ändern. Deswegen, ich habe auch null trainiert nach dem Spanier, nach dem Bahrain-Debakel. Ich habe heute und dann hat 2 Stunden. Ich bin gut. Na gut, ich switch schon mal runter meinen Channel. Viel Glück euch. Jo, hau rein. Viel Glück. User left your channel. Mit dem Bullenzeitplan, da kannst du knicken.
Hast du Bock, uns nochmal eine kleine Lobby im starken Regen aufzumachen? Ja. Damit wir auch wirklich auf alles vorbereiten. Ja. Bist du schon dabei oder soll ich eben aufmachen? Mach auf. Warte mal. Es kommt der Invite. Können wir nicht machen.
Wenn ich den Namen Biddy schon wieder lese, du. Das war doch der, der mich in Malaysia abgeschossen hat und dich in Bahrain, ne? No. Das ist wie eine wildgewordene Herde Kühe, ist der da durchgefegt, also. Schnappko! Ich geh nochmal kurz raus, lädst mich nochmal bitte ein. Klar, geht gleich los. Wir laden jetzt erstmal alle ein. Und dann starten wir. Hast du Ferien? Ja. Du hast mal gut, du. Oh Mann. Rega und Striker werden heute hartes Brot. Ach naja, ich fahr durch. Ich fahr durch einfach. Und wenn wir plus 9 Mann senden, gibt es 2 Punkte. Ich muss ja nicht mal Punkte machen, ey. Aber fürs Team war da ein Sieg schon gut letzte Woche, das letzte Mal. Ja, schön nach vorne gespult. Vor allem, weil auch ein paar ausgefallen sind, die vor uns waren. Beide Punkte holen wir geil, ne? User joined your channel. Servus. Hat einer von euch den Reaper ins Team? Ne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hab. Ich glaube, der ist noch nicht online einfach. Ich guck mal. Ne. Ich habe ihn auch nicht. Oh. Vielleicht guck doch mal in Mikros, Freunde, ist. Jo. Junge, pass mal auf, meistens wenn man gar nicht damit rechnet, dann kommen die besten Ergebnisse. Ja, Bahrain war. Yes. Bin ich jetzt dumm, hey? Oh, ich muss mir noch einen Red Bull holen, sonst penne ich einen. Stimmt, da ist der irgendwie komisch in dem.
Ja, hier ist er nicht, keine Ahnung. Nicht mal bei Mirko. Wir werden nochmal wieder weg. Viel Erfolg. User left your channel. Wenn wir uns ranhalten, Juve, Top 3 Teamwertung ist drin.
Bist du da? Neun Autos bloß, krass. Ja, angemeldet waren 10. Hat nochmal nachgeschaut. Also Ankunft bedeutet Punkte. Ich denke mal, Top 6 sollte schon unser Ziel sein. Hier in Katalonien. Wir rechnen damit, dass die ersten Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke gehen. Ja, neun Wagen ist echt ein bisschen mau. Ja. Hatten wir Freitagabend, ja. Und da fliegt der Hälfte beim Steam raus, wobei es gab es wieder Updates, oder? Bitte? Steam hat es mir Updates gekriegt. Heute? Heute. Ich habe nichts gesehen. Und Witcher 7 GB. Achso, Witcher, ja, da habe ich schon installiert. Vorgestern schon. Und der noch gar nicht zu installieren. Ich kann es ja nicht installieren, die Erweiterung. Die Erweiterung nicht, aber den Patch habe ich schon drauf. Achso, ja, das habe ich auch. Na, ich habe mir die Erweiterung auch nicht gekauft. Erstmal ein Hauptspiel durchspielen. Naja, du kannst installieren, da werden aber die ganzen neuen Sachen mit implementiert, Mensch. Also. Aber die Quest und so kannst du halt nicht spielen. So, na dann. Dann gucken wir uns schon Setup ab hier. Sieht trocken aus. Ah, Regen, sagt er. Aber wird nicht Regen in den 15 Minuten. Ich werde keinen Reifensatz verballern. Obwohl du kriegst da, der harte ist ja nur fürs Training. Fährst du hart jetzt im Training? Wenn ich rausfahre, fahre ich hart. Ich will mit jedem weichen sparen. Flügel 3-6. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Vielleicht sollten wir jetzt raus, bevor es voll wird. 3-6? Krass. Habe ich mich eintrainiert. Und im Sektor 2 und 3 halt. Gehst du raus gleich? Bin schon. Okay. Dein Kumpel Bibi ist auch raus.
der Billy 1230 und Parken rein. Boah, hauen die jetzt Zeiten raus, mein Gott.
Golf bei uns. Wie ein Quali-Könige. Wie immer. Wie im Rennen gehen wir dann ab. Ich glaube, in Malaysia und in Bahrain hast du mich auch schon in Qualifying gewonnen. Hurra! Dafür gibt es auch Punkte. Wir sind in der DTM. Das wäre cool, wenn es das gäbe. Ist immer ganz knapp bei uns beiden. Aber hast du es jetzt jedes Mal mich im Quali-Gesicht hier gegangen? Mein Gott, kann der Bibi nicht über Start-Ziel fahren? So sinnlos, was er da macht. Aber wir räumen das Feld von hinten. Produktiver Tag für Kimi Räikkönen. Er hat es beim heutigen Training auf den ersten Platz geschafft. Ah, wir sind da gut zusammen. Das passt schon. Ja. Also in 1-22 Schieden schaffst du auch. Gucken wir mal. Ja, wenn alles passt, schaue ich auch in 1-22. Nee, 1-22 packst du nie. Hübsch nie. Muss eben. Apple. 1-22-5, ja gut. Luck, ne? No. Wir stehen hier am Circuit de Catalunya in Barcelona, wo das heutige Qualifying bald stand. Es wird jetzt noch immer kein Regen, bis wir zum Geschehen unten auf der Strecke schalten können. Sehr gut. Bitte vor mir.
Aufwärmrunde nicht zu überlassen. Sie sollen warm werden, nicht abnutzen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Bist du noch mal schnell? Nee. Ich schon gerade meine Reifen. Eins zweiundzwanzig drei. Da geht noch was. Ja, ich fahre 3 Minuten vor Schluss noch. Genau. Mal gucken, wie viel Prozent wir runter haben. Mhm. Bin echt gespannt. Ich habe meine Einführrunde auf Fett gefahren. Weil ich genau Benzin alle haben will, wenn meine schnelle Runde ist. Okay. Ob das Auswirkungen hat? Bitte? Ob das Auswirkungen hat beim Quali? Hm. Ja, ich dachte wegen Gewicht. Glaub ich nie, dass das Auswirkungen hat. Soweit ist CM nie. Glaub ich nie. So, schauen wir mal. 8%. Fährst du mit denen nochmal raus oder nimmst du nochmal frische? Ah, Sektor 1, was ist kaputt?
Wie viel Prozent hast du? Sekunde. Sieben Prozent. Na gut, hast du 1% mehr gespart. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke, das sollten wir vielleicht nutzen. Mein Benzin geht immer ungefähr alle, wenn ich in Sektor 1 ankomme in der Ausrollung. Mit 3,3 Liter musste. Das sei halt schon wieder dann quasi. Ja, Sektor 1, krass. Da bist du gut dabei. Im Testrennen letzte Woche war, hatten wir den Seitz eigentlich beide gut. Wie bitte? Im Testrennen letzte Woche hattest du und ich, wir hatten den Seitz da eigentlich gut im Griff. Naja, die sind nie wirklich schneller, oder? 300stel Grad. Ja. Reger dürfte unser Tempo sein. Mega ist schon schnell. Also in Bahrain war er Hammer. Da bin ich nur vorhin geblieben, weil ich von meinem Wagen getestet habe. Aber ich dachte eigentlich in meiner Zeit, lang nicht nach vorne. Hast du echt eine gute Runde gemacht? Dabei habe ich zwei Fehler gemacht. Guck mal, wie eng unsere Zeitline an der Außensektor ist. Schon krass, ja? Ich gehe mal gucken, wann der Biggie seine Bestzeit gefahren hat. Der hat nämlich eine Bestrafung gekriegt. Ich guck dem gerade zu. In der ersten Runde. Und in der Runde hat er Kurve abgekürzt. Also wird es annulliert werden. Der so schnell ist, kann ich gar nicht glauben. Alles fertig, wir sind bereit. Die Strecke ist leer, keiner will einfach. No, ich mach mal los.
Keine Ahnung. Das habe ich, gemerkt. Es war eine Wahnsinnsrunde. No? Habe ich Pulver, hä? Wahnsinn! Das war eine schnittige Runde, ey. Das hab ich richtig gemerkt, das hat alles gepasst. Wo bist du? Ich bin, glaube ich, Achter. Der Kawajuri hat die Schikane ein bisschen gecuttet und hat ihn gekriegt. Okay. Jetzt gerade kurz vor Schießen. Weiß nicht, stimmt. Ich habe immer gute Starts.
Also die Vorzeichen sind ja nicht schlecht. Ja, die 1 bedeutet, dass Bidi direkt hinter dir ist. Ja, den lasse ich ziehen. So schlau bin ich. Und dann hänge ich mich einfach hinten dran. Wow, was für eine großartige Leistung von Danny Ricciardo. Im morgigen Rennen startet er auf der Pole. Der Australier hat uns gezeigt, warum er in der Formel 1 ist. Ein Qualifying sah nicht aus, alle, alle unter einer Sekunde. Das wird krasses Rennen hier. Hast mal einen Screenshot gemacht. Ja. Ja, was denn? Ist für mich eine super Erfolg. Ja, definitiv. Jetzt muss ich umsetzen. Ja, da geht's schon los. Ja, natürlich, der von P1 startet, ne? Oh, das hab ich gedrückt. Scheiße. Papi. Ja. Hallo und willkommen zum großen Preis von Spanien in Katalonien. Die Autos stehen auf dem Grid und die Spannung in der Menge steigt spürbar. Geht los. Na dann. Gut Luck. Gleich mal auf Fett hochstellen und dann die erste Runde auf Fett durchblasen. Geht nicht anders. Ja, mach ich auch mal die ersten vier, fünf Runden fahre ich komplett auf. Okay, ja, werde ich auch machen. Und danach reguliere ich das je nachdem, wo ich im Feld bin. Aber am Anfang musst du halt wegkommen. Pole Position. Pole Position. Ja, dann volle Konzi, ne? Ja.
Hinweis in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert.
90 Kilogramm, ich wiederhole, 90 Kilogramm Benzin an Bord. Wurde schon wieder abgeschossen von dem Typen. Der letzte. Ich war wieder vorgefahren vom Leichen. Mich haben sie auch zweimal abgeschossen. Wunderbar. Thank you.
sitzt. Dein Hintermann nimmt dir pro Runde etwa 2 Sekunden ab. Ich bin in der Box. 15 Minuten Regen, das nutze ich aus. Ich fahre jetzt nochmal schnell und weiter. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann. Du bist schneller in Sektor 1. Fahren sie alle drei, ich habe ein übelstes Battle vor mir. Alle drei gleichzeitig rein. Die holen alle weich, pass auf. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. In der Position mit Boxenstopp gut gemacht.
etwa 80 Kilo Benzin im Tank. 80 Kilo. Dein Vordermann hängt dich allmählich ab.
solltest in die Box kommen zum Reifenwechsel. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob unsere Reifen zu den Bedingungen passen. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. In der Box. Ich gehe auf Intermediates. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Mittlerweile habe ich 4 Strafen mit mir für meinen Mitspieler nicht gleich anhalten. Für eine Person 4 Strafen. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Ja. Ich hole mir Gegenwart. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Immer noch hinter auf? Ja. Ich fahre 4 Sekunden schneller als die Runde.
total verkackt. Hätte eine Runde eher reingemusst. Holst du nach vorne auf? Ich schau auf, ja.
Sekunde schneller als du. Ich hau Inters drauf. Bitte? Ich hau Inters drauf. Ich glaube, es ist eine Runde noch zu früh. Thank you.
Vorsicht vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Hast du Krocken? Fertig getroffen. Kannst wechseln. Hier sind 40% Benzin verbraucht, also sind noch 60% übrig. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein aus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Die Crew bei McLaren bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Was? Hast du Weiche? Hart. Alles klar, du kommst gut mit dem Renntempo zurecht. Pass auf, der jetzt hinter dir ist, hat mich viermal umgedreht. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen.
Hat er andere Reifen? Weiß. Dein Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen.
noch 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Jetzt fliegen sie alle raus. Drück uns die Daumen. Ja.
Da sind die am Abkürzen. Sie sollten aber noch für eine Weile passabel sein. Wie lange hält Weich? Ich glaube 14 Minuten. Unter Volllast? Was? Habt ihr unter Volllast so lange halten? Habe ich nicht getestet, aber 14 Minuten halten. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Also wenn man wenn du weiter so die Kurve schneidest, pumpt dir die Rennleiter eine Strafe auf. Langsam nachlassen.
nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in zwei Runden. Zwei Runden. Die Boxencrew zieht dir beim nächsten Boxenstopp die Options auf. Der Abstand zwischen dir und deinem Hintermann ist nicht groß. Euch trennen nur zwei Sekunden. Die Reifen machen schlapp. Mann, wo geht's? In die Box. Okay.
Die Crew bei McLaren bereitet sich auf einen Boxenstopp vor.
aussieht, haben wir noch etwa 25% des Startbenzins im Tank. Noch 25% Benzin. Kriegen wir Fleisch noch. Komm. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit.
Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Meine Reifen machen langsam schlapp. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Der Benzinstand ist jetzt an der 15 Kilo Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Geh rein! Wir kommen auf jeden Fall an die Zeit sprechen. Kriegst du noch den Karten zu? Benzin. Wenn du weiter
Gas um die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Wie viel Benzin hast du? Genug. Naja. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Ohne einen verpatzten Boxenstopp und ohne meine Unfälle werden wir auch definitiv auf Kohle hinten. Der Typ hier ist nur 6 Sekunden vorne. Puh. Gegen den QB muss ich jetzt einfach ein Video zur Strafe machen. Geiles Race. Boah, wir haben uns 30 Sekunden Downward abgenommen. Naja, wir werden der Boxenstopp nicht verkackt, dann hätten wir es, wären wir vorne mit dabei. Aber da sind jetzt zwei rausgeflogen. Waren sehr nice von uns, wir haben richtig durchgehalten. Hier kommen sie im Doppelpack, guck. Gratulation, ja.
Schön, dass wir durchgehalten haben, sauber. Der Gewinner des heutigen Grand Prix heißt Jenson Button. Er wird sehr glücklich über seine Leistung und die. Aber wir sind die Engine, die keine Strafen haben. Passte einfach alles perfekt ja? zusammen. Guck. Er fuhr gut, das Auto war gut und die Boxenstops haben auch funktioniert. Das ist ein Logo, das will ich keine kriegen.